Chalvea näht. Heute eine Wendehandtasche. Ich habe Futterstoff, einen Deckstoff, Band für den Träger und einen Reißverschluss, den ich hinterher für eine optionale Innentasche benutzen werde. Ich sage, die ist eigentlich eine Wendetasche. Hier habe ich jetzt den Deckstoff. Da schneide ich dieses Vorderteil aus, beziehungsweise die Hälften sind genau gleich. Das markiere ich mir, dass wenn ich den Stoff hebe, ich trotzdem weiß, wo lang ich schneiden muss, mit der Zickzackschere, damit es nicht ausfranst. Dann kommen die Knipse hier rein, oben und unten, Nadeln raus, dann ist der Teil fertig. Jetzt kommt das Futter dementsprechend. Das mache ich nur einlagig, weil es wesentlich dicker ist. Sonst komme ich mit der Schere da nicht durch. Wieder markieren, einmal entlang schneiden. So, wenn ich dann alle vier Seiten habe, kann ich hier die Innentasche machen. Dazu schneide ich mir Reststücke gerade, so ungefähr, das wird alles hinterher noch sauber gemacht. Das stecke ich mir an die Position, wo ich hinterher gerne die Innentasche haben möchte. Dann markiere ich die Größe des Reißverschlusses mit auch in entweder der Breite. Je knapper man das macht, je schwieriger wird das hinterher, den Reißverschluss da sauber reinzukriegen. Auf der anderen Seite hat man dementsprechend dann auch einen engen Verschluss. Einmal rundherum festnähen. Ihr seht, da sind so kleine Dreiecke drin an den Kanten. Das ist, damit ich da hier jetzt an der Ecke schneide. Und oben auch nochmal, zack. Dann wird das Ganze umgekrempelt. Das ist hier ein bisschen schnell, so dass man von dem Weißen nichts mehr sieht, es sei denn, man will das. Das kann man ja auch gleichmäßig machen, dann ist das schön sauber. Hier jetzt umgebügelt, dann kommt der Reißverschluss dahinter. Den stecke ich fest, damit er mir nicht verrutscht. Und dann wird er mit einem Reißverschlussfüßchen angenäht. Hier schön daneben legen, knapp. Zwischendurch mal den Schieber verziehen und dann klappt das. Fertig. Jetzt habe ich das zweite Stück von der Tasche und das wird dran genäht, auch wieder schön knappkantig mit dem gleichen Fuß, wie ihr seht. Schön verriegeln, muss ja auch fest sein. Und dann die Nahtzugabe abschneiden. Mehr passiert da nicht. Dann machen wir die Tasche zusammen. Ihr seht also einmal knicken am Knips, zurückknicken bei anderem Knips, damit es so eine Falte gibt innen drin. Das machen wir an allen vier Teilen. Und dann fixieren wir das mit einer einfachen Naht. Einmal drüber, fertig. Nichts Spezielles. Dann legt man die Innenseiten aufeinander und zwar so, dass der Reißverschluss nach innen guckt, wenn man denn einen macht. Und hier dieses Täschchen nach außen, weil das ist ja quasi dann zwischen den zwei Ebenen. Hier jetzt den Fuß der Tasche zusammen entlang der Knipse. Und hier lassen wir eine Wendeöffnung. Dann messe ich die Träger, die mache ich doppelt so lang wie die Höhe, damit man einigermaßen reinkommt. Und dann werden die Seiten vernäht und hier auch wieder die Füße zusammen. Und dann kann ich den Boden hier aber, schon mal schön sauber, dann kann ich den Boden hier ganz zunähen, weil eine Wendeöffnung reicht. Dann stecke ich außen drauf die Träger fest. Außen drauf, damit es hinterher beim Wenden innen liegt. Dann werden die Träger festgenäht. Alle vier überall gut festnähen. Macht das gerne doppelt drüber und dann setzt man die Taschen intern ineinander. Schön sauber aufeinander. Je besser man genäht hat, je gerader wird das. Alles schön feststecken und dann da einfach einmal im Kreis drumherum nähen. Ganz dicht, ganz zu. Ich mache über die Träger doppelt, damit mir das auf jeden Fall hält. Und dann wird es gewendet, unten durch den Boden gezogen. Das ist fitzelig. Schön sauber aufziehen. So, das war's schon. Und jetzt machen wir hier den Rand gerade und nähen da außen rum. Wieder einmal komplett außen rum. Schön langsam und vorsichtig. Alle Nähte gut aufeinander ziehen. Das kann man auch mit einer Kontrastfarbe machen. Dann wird die Wendeöffnung mit einem Matratzenstich geschlossen. Das
habe ich euch bei anderen Videos schon mal langsam gezeigt. Ich verlinke es aber auch nochmal. Dann bügele ich mir das Ganze gerade, damit es sauber ist. Und dann ist sie schon fertig. Ich habe euch das Schnittmuster auch verlinkt. Das ist gratis. Und wie gesagt, wenn man nicht wie hier eine Tasche reinmacht, die auch wunderbar auf und zu geht, dann kann man die umdrehen und zwei schöne Stoffe nehmen beispielsweise. Viel Erfolg beim Nachmachen!